Moin und Weidmannsheil. Mein Name ist Gerd Brinker, gelernter Fleischer, und ich bin zu Gast bei der Firma Artemis. Mein Name ist Arthur Schäfer, ich bin gelernter Fleischermeister, und wir zeigen euch heute, wie wir eine Wildschweinschulter fein zerlegen. Vor uns liegt eine Schulter ohne Knochen, Schulterschier sozusagen. Als allererstes, damit wir es nicht vergessen, schneiden wir hier diese Spinne raus. Arthur, was sitzt unter dieser Spinne? Unter der Spinne sitzt, wie bei uns in der Achsel auch, der Lymphknoten. Und der Lymphknoten filtert ja die Giftstoffe und hat tatsächlich, wenn man den so mitbraten würde, einen sehr bitteren Geschmack, weil er halt nun mal die Giftstoffe filtert. Den sollte man auf jeden Fall rausschneiden. Jetzt haben wir die Schulter vor uns liegen. Die Schulter ist immer etwas durchwachsen. Dadurch, dass wir das Blatt gezogen haben, die Knochenhaut am Fleisch sitzen bleibt, schneiden wir das jetzt vorsichtig runter. Nicht alle Knochenhaut ist nicht essbar, aber wenn man das Schulterblatt rauszieht, sitzen ganz am Ende hier unten, auch leicht hörbar, noch Knochenpartikel. Die können wir in der Wurst nicht gebrauchen, und aus großen Teil von der Schulter machen wir Wurstfleisch. Ich schiebe die Schulter ein bisschen rüber. Ich schneide als allererstes hier an der Stelle die Knochenhaut etwas raus. Wenn man die hinlegt und da mal mit dem Messer drüber geht, kann man das, glaube ich, sehr gut hören, dass da noch Knochenhaut drin ist. Das Gleiche machen wir hier in der Mitte. Kann man auch hören, dass da Knochenhaut sitzt. Die schneiden wir raus, weil es einfach kein gutes Mundgefühl gibt. Und wenn das im Salamifleisch oder in der Bratwurst landet, haben wir da einfach keinen Spaß dran. So, das schneiden wir raus, da können wir auch nichts mehr mit machen, das kommt weg. Arthur, wir haben im Blatt einmal das Blattbraten oder Bugstück, in der Mitte den Schaufelbraten und das falsche Filet. Bei kleinen Stücken lohnt es sich kaum, dass man dann Braten von macht, aber bei einer starken Sau ist es ja durchaus möglich, dass man da auch vernünftige Bratenstücke von macht. Oder wie siehst du das? Ja, gerade jetzt bei einem Blatt, siehst du ja hier auch, ist schon sehr viel Bindegewebe dazwischen. Das ist ja jetzt, wie du sagtest, nicht nur Knochenhaut, sondern halt einfaches Bindegewebe und Sehnen. Und aber genau dadurch, weil halt da so viel Bindegewebe dabei ist, kann ich dann super Schmorbraten machen. Also wenn ich so einen Schäuflebraten mache, ja, der über mehrere Stunden geschmort wird, dann habe ich wirklich hinterher ein so saftiges und zartes Fleisch. Da leckst du dir alle 10 Finger danach. Auf jeden Fall. Hier kann man sehr schön sehen, das sind diese Sehnen, wo Arthur gerade von gesprochen hat. Und wenn man da schmort, dann gibt das tatsächlich einen richtig schönen, sämigen, klebrigen Geschmack. Genau das will man bei einem Schmorbraten eigentlich haben. Das ist jetzt das falsche Filet. Jetzt schneiden wir hier den Schaufelbraten einmal raus. Und zwar an der Stelle, wo wir vorher die Knochenhaut am Blatt abgeschnitten haben. Ich schneide es vorne einmal gerade, damit man es besser sehen kann. Auch zum Schmoren. Hier vorne sitzt eine sehr dicke Sehne drin. Und diese Sehne gibt dem Ganzen nachher einen guten Geschmack. Die wird butterzart. Die wird butterzart, aber die muss ich schmoren. Kurzbraten ist so mit dieser Geschichte nicht möglich. Was ich machen muss, wenn ich das Fleisch zum Verarbeitungsfleisch nehme, ich muss diese Sehne rausnehmen. Das ist relativ einfach. Ich schneide hier vorne mit dem Messer einmal über die Sehne und kann dann auf der Sehne runterschneiden. Für die ganzen Barbecue-Freaks
Das ist ganz feinfaserig. Ich weiß nicht genau, wie der Cut heißt, aber ich weiß, dass es super lecker, super zart wird, auch zum Kurzbraten. Diese Sehne schneide ich einfach raus, mit der Messerspitze ein bisschen drunter. Und nach hinten wegschneiden. Auch hier, wenn ich die Sehne raus habe, ganz feinfaseriges Fleisch. Auch zum Kurzbraten wunderbar geeignet. Aber eben erst, wenn dieses sehnige Stück raus ist. Auf der anderen Seite ziehen wir es auch runter. Ein bisschen parieren. Und auch das ist ganz feinfaserig. Und diese kleinen Sehnen, die jetzt noch über sind, tun dem Ganzen keinen Abbruch. Überbleibt hier oben der Übergang zum Eisbein und das Bugstück. Was machen wir aus dem Bugstück? Bugstück kann man natürlich auch in Schmorbraten machen. Oder wir schneiden da dicke Bug einfach in die Einzelteile auseinander und kann natürlich auch einen super Ragout rausschneiden. Ja, wichtig ist, egal was ich mit diesem Stück anstelle, ich habe den Deckel hier oben drauf, den schneide ich einmal runter. Und mir bleibt auf der Rückseite, wenn ich es jetzt umgedreht habe, hier oben die Sehne drin. Das ist von unserem Ellenbogen, der hier dran geht. Die muss ich einmal ein bisschen anschneiden und rausnehmen. Als Schmorbraten kriege ich dieses Stück weich. Aber zum Kurzbraten oder für Verarbeitungsfleisch kommt mir das, wie viele andere Sehnen auch, als Flummi immer wieder. Für die Schinkenfreaks, auch ein Bugstück, kann man gut als Schinken machen. Fein zerwirken vom Blatt, sind wir durch? Sind wir soweit durch? Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal. Ciao. Ihr seid auf der Suche nach einer neuen und innovativen Art und Weise, euer Wildfleisch zu vermarkten? Dann solltet ihr euch unbedingt mal die Wildfleisch-App von Franconia anschauen. Die verbindet euch nämlich direkt mit euren Kunden.